Was das? Muss ich das Let's Play abbrechen? Im letzten Part wollte ich eigentlich über diese Röhre nach Düsterdorf zum 4. Kapitel gelangen, doch sie hat mich ausgespuckt! Nein, natürlich gibt es auch dafür eine logische Erklärung und die kann uns wie immer Professor Gumbart liefern. Also zumindest hoffe ich das. Professor, wir wollen diese Röhre nach Düsterdorf, aber die spuckt uns einfach wieder aus, Josh. Ich glaube, die ist kaputt. Was? Man kann nicht in die Röhre hinein? Dann weiß ich auch nicht weiter. Was? Aber... Moment mal. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwo in Rohlingen soll jemand aus Düsterdorf wohnen. Der müsste doch eigentlich wissen, wie man durch die Röhre gelangt. Wie war doch gleich sein Name? Ja, genau, er heißt Finstus und er treibt sich meist in finsteren Ecken herum. Neulich habe ich ihn hier in der Nähe rumlungern sehen. Sucht also nach Finstus! Okay. Danke für den Tipp. Da kommt mir doch gleich jemand in den Sinn. Hier hinten nämlich. Da war schon immer dieser finstere Typ. Bist du Finstus? Ja, das ist Finstus. Er liebt die Düsternis. Den ganzen Tag verbringt er im Halbdunkel. Ich verstehe es zwar nicht, aber er scheint damit ganz glücklich zu sein. Wirklich? Genau. Ich bin Finstus. Was willst du von mir? Auf jeden Fall nicht ermordet werden. Was? Du willst wissen, wie man durch die Röhre nach Düsterdorf kommt? Ganz einfach. Du musst etwas bei dir tragen, worauf dein Name steht. Also, der komplette Name steht zwar nicht drauf, aber die Mütze hat zumindest das M. Hast du etwas, worauf dein Name steht? Warte. Ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Mario, dann schreibe ich dir das hier hinten drauf. Dankeschön. Vielen Dank für das Autogramm. Erledigt. Und nun noch für deinen Partner. Wie heißt du? Umbrina. So, die anderen dürfen nicht mitkommen. Spaß. Das kitzelt. Was auch immer ihr in Düsterdorf wollt, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. Oh, wirklich? Dankeschön. Na, das kann ja was werden. Allerdings ist es jetzt auch nichts Neues, dass unser Abenteuer gefährlich ist. Bevor wir es gleich nochmal mit der Röhre probieren, sollten wir uns hier noch diesen Sternsplitter holen, der sich schon die ganze Zeit hintergründig auf diesem Podest befindet. So, und um das Ganze ein wenig abzukürzen, stürze ich mich hier gleich in die Schlucht. Kostet nur ein KP, oder? Kostet es überhaupt ein KP? Ja, doch. Nicht schlimm, wir haben 99 Sternpunkte. Level Up steht voraus. Und jetzt beginnt... In der Tat... Kapitel 4. Die Glocke der Spukabtei. Wow, ist das düster. Oh Mann, ist voll gruselig hier, Josh. Das ist also Düsterdorf. Oh. Ich habe schon lange keine Fremden hier gesehen. Kommt ihr von weit her? Ich sehe es euch an. Ihr seid ganz bestimmt Abenteurer. Aber ihr habt einen ziemlich schlechten Zeitpunkt gewählt, um hierher zu kommen. Andererseits, für Abenteurer könnte es vielleicht ganz spannend sein. Was? Was soll denn das? Schlechter Zeitpunkt? Also, Ah nein, mir graut schon, wenn ich nur dran denke. Oh nein, schon wieder die Glocke. Wie entsetzlich. Wen es wohl diesmal trifft. Oink, oink. WTF? Ey, aber... Was? Was zum... Oh, diesmal hat's Freddy erwischt. Wer bist denn du? Ich bin der Dorfvorsteher. Und ihr seid sicherlich Reisende. Ihr solltet mit in mein Haus kommen.
Dort können wir in Ruhe reden. Eigentlich will ich gleich wieder gehen. Aber ich kann nicht. Wir brauchen das Sternjuwel. Was geht hier vor sich? Ich würde euch so gerne in unserem Dorf willkommen heißen. Aber leider... Wie ihr seht, ist ein Fluch über unser Dorf gekommen. Ein Fluch? Also, tief in dem Wald hinter unserem Dorf ist ein uraltes Gebäude, die Spukabtei. Dort lebt ein Geist, der diesen Fluch über uns verhängt hat. Immer wenn die Glocke dort läutet, wird einer von uns in ein Schwein verwandelt. Alle deine Lieben werden plötzlich zu Schweinen. Und du weißt nie, wann es dich selbst treffen wird. Vor lauter Angst kannst du nachts kein Auge zutun. Natürlich, es ist in diesem Dorf schon immer ziemlich düster gewesen. Aber wenn das so weitergeht, gibt es hier bald nur noch Schweine. Wie das klingt, oder? So ein Dorf voller Schweine. Die bösen Schweine. Ich rate euch also, verschwindet lieber, bevor es zu spät ist. Auf keinen Fall. Wir müssen zuerst etwas finden. Kannst du uns vielleicht irgendwas über das Sternjuwel sagen, Yoshi? Das Sternjuwel? Ich weiß nichts Genaues, aber in der Spukabtei. Ich habe mal gehört, dass sie dort irgendeinen roten sternförmigen Stein anbieten. Bingo! Das muss unser Sternjuwel sein! Ihr wollt doch nicht etwa. Wollt ihr wirklich zur Spukabtei gehen? Oh, was für eine Kühne! Ja? Oder einfach Größenwahn? Sehen wir uns erstmal um! Der hiesige Dorfvorsteher! Er wirkt irgendwie hilflos. Aber diese Verantwortung und diese Sorgen, da ist das schon verständlich. Ja, denk auch. Also da kann ja kein Politiker der Welt irgendwas für tun. Die Schweine kann ich aber nie scannen, oder? Weil ich weiß ja nicht, wer das ist. Dieses Schwein hier war auch mal ein düster Dörfler, oder? Wie schrecklich, auf einmal so verwandelt zu werden. Ja, das ist in der Tat ziemlich grausam. Allerdings muss ich gleich fairerweise sagen, so interessant und cool, wie das Kapitel jetzt am Anfang rüberkommt, ist es eigentlich nicht. Es hat schon eklatante Schwächen, vor allem für mich als Spieler. Ihr selber werdet davon wahrscheinlich nicht so viel mitbekommen, weil ich sehr viel schneiden werde. Aber es gibt eine Sache, die das Kapitel einfach brutal runterzieht, und das sind absolut unnötige und viel zu häufig auftretende Laufereien. Also man muss sehr oft zwischen gewissen Spots hin und her wechseln. Das ist halt sehr öde, aber für euch mache ich das alles so angenehm wie möglich. Und es kann dann auch gut sein, dass ihr das Kapitel sehr enjoyen werdet, weil eigentlich ist es grundsätzlich schon ziemlich geil. Ein düster Dörfler. Er scheint mir ein wenig unterbelichtet. Das kann man jetzt doppeldeutig sehen. Ich hoffe nur, er wird nicht ernsthaft krank vor lauter Grübelei. Wie sich das wohl anfühlt, ein Schwein zu sein. Oder ob man einfach gar nichts mehr fühlt. Ach, ich mag nicht mehr dran denken. Ich schätze, du wirst es bald herausfinden, mein Lieber. Ob du willst oder nicht. So, hier ist das Hotel. Oh. Sieht ganz angenehm aus, wenn ihr mich fragt. Cool. Der Rezeptionist im Toadhaus von Düsterdorf. Hier kannst du dich ausruhen. Aber wenn du morgens aufwachst, ist es hier sicher immer noch düster. Heißt das, ich schlafe ewig? Schön wär's, oder? Bueno. Der Bewohner dieser Kate. Ist er jetzt ein Optimist oder ein Pessimist? Ich hoffe nur, er versteht wenigstens selbst, was er da redet. Diese Dunkelheit hier macht einen irgendwie depressiv. Da ist es eigentlich egal, ob man ein Schwein ist oder nicht. Wow. Sehr tiefgründig und traurig. Aber gut. Ich kann es den Leuten nicht verübeln, dass sie hier depressiv werden. Die Frage ist, warum wohnen sie dann überhaupt hier? Ein düster Dörfler. Er scheint sehr auf die Kraft des Mondes zu setzen. Aber in Düsseldorf ist der Mond ja auch sehr auffällig. Oh ja. Fast schon wie in Majora's Mask. Der Mond ist das einzig Verlässliche in diesem Dorf. Deshalb bete ich zu ihm. Oh Mond, lass mich kein Schwein werden. Ich esse auch bestimmt kein Schweinefleisch mehr. Propaganda! Nee, eigentlich ein guter Vorsatz. Der älteste Sohn,
Er ist nur ein wenig älter als seine beiden Brüder. Mama, Hunger, essen. Wir haben Hunger. Der mittlere Sohn. Bei drei Kindern steht das mittlere im Mittelpunkt. Oder rede ich da mal wieder nur Unsinn? Naja, immer der Jüngste eigentlich, oder? Weil der braucht halt am meisten Fürsorge. Der jüngste Sohn. Man kann die drei wirklich kaum auseinanderhalten. Das stimmt. Diana, die Mutter dieser kleinen Würmchen. Dirty Diana! Mit den Kindern hat sie alle Hände voll zu tun. Aber viele Kinder bringen auch viel Freude. Ich schätze mal so, mal so. Das hat meine Mama mal gesagt. Ob das wohl stimmen mag? Wie gesagt, mal so, mal so. Seitdem der Ladenbesitzer ein Schwein geworden ist, gibt's nichts mehr zu essen. Nicht mal für die Kinder habe ich etwas. Was sollen wir nur tun? WTF? Ach, Reisender. Wenn du etwas zu essen hast, würdest du es wohl mit uns teilen? Ja. Ich kann ja was kaufen gehen. Weil die Sachen, die ich gerade bei mir habe, die brauche ich alle. Oh oh. Nein! Die Mutter wurde zu einem Schwein. Boink. Fuck. Weißt du, die Kinder sind damit aufgeschmissen. Jetzt habe ich Schuldgefühle. Das ist so traurig, oder? Holy shit. By the way, ich weiß gar nicht, hätte man was bekommen, wenn man ihr was gegeben hätte? Also ich hatte es ja auch vor, wirklich. Ich wollte da in den Itemladen gehen und was kaufen. Oh Mann, ist das brutal. What? Keine Items? What's going on here? Wobei gut, sie hat ja auch gesagt, hier gibt es gar nichts mehr, weil der Ladenverkäufer ein Schwein wurde. Oh, ein Kunde. Entschuldigung. Wir haben heute geschlossen. Wie bitte? Ihr wollt wissen, warum? Mein Mann ist zum Schwein geworden. Zum Schwein. Belastend. Gestern ist er in den Wald gegangen, Kräuter suchen. Er blieb lange weg und plötzlich kam er in dieser Gestalt wieder. Im Streit sagte ich mal, er könne von mir aus ein Schwein werden. Aber dass er wirklich ein Schwein wird... Deswegen sollte man immer gut überlegen, was man sagt. Oh, der Text scrollt ab hier übrigens automatisch. Da kann ich jetzt nichts dafür. Durch Drücken von Z lässt sich der Text aber zurückscrollen und wir können trotzdem erfahren, was sie gesagt hat. Er könnte auch nett sein. Zum Geburtstag bekomme ich immer was Leckeres zu essen. Neulich kam so ein Grobian in den Laden. Da hat er mich verteidigt wie ein Stier. Er war so männlich, dass ich mich immer wieder neu in ihn verliebt habe. Nur, dass er manchmal Geld aus der Ladenkasse genommen hat. Was? Und dass er seine Unterhosen immer da liegen lässt, wo er sie auszieht. Ich auch. Und wie oft habe ich ihm schon gesagt, er soll seine Socken wegräumen. Und weil er sie immer ewig trägt, stinken die dann fürchterlich. Und trotzdem habe ich nie an ihm herumgemeckert. Verstehst du? Wenn ich geahnt hätte, was aus ihm wird, wäre ich noch netter gewesen. Erst jetzt habe ich gemerkt, wie sehr ich ihn liebe. Oje, lass mich verlassen. Du wirst einfach ein Schwein. Schade, dass der Text geskippt wird. Der ist ja eigentlich voll schön. Hörst du mir eigentlich zu? Ja, klar. Kannst du ihn nicht irgendwie zurückverwandeln? Ich würde alles tun, um dir dabei zu helfen. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich in unserem Lager frei bedienen. Das klingt doch sehr gut. Und vielleicht können wir wirklich was tun. Wir sollten zu dieser Spukabtei gehen und die Sache regeln. Die Krämersfrau vom Düsseldorfer Laden. Sie betreibt den Laden mit ihrem Mann zusammen. Und sie liebt ihren Mann wirklich sehr. Mit anderen Männern gibt sie sich wohl nur ganz selten ab. Ehrenfrau. So muss das. Also ich denke, wenn schon ein Schwein, dann ein richtig fettes. Damit der Bacon auch gut schmeckt, ja? So ein klapperdürres Ding ist doch kein echtes Schwein, oder? Na gut, aber übermästet sollte es jetzt auch nicht sein.
Ein Düsterdörfler. Wieso haben die alle nur so schwarze Augen? Die haben doch gelbe. Ich weiß. In Düsterdorf ist das bestimmt gerade modern. Seltsamer Trend. Hier ist niemand? Dann ist das jetzt mein Haus. Wobei, nee, ich verzichte. Aber den Sternsplitter, den nehme ich noch mit. Moino. Ich bin Schriftsteller. Ich pflege jeden Tag eine Menge Bücher zu lesen. Ich frage mich nur eins. Ob man wohl als Schwein noch lesen kann? Ich denke nicht. Der Düsterdorfer Dichter. Ich frage mich, was der wohl schreiben mag. Lesen und schreiben dürfte hier schließlich gar nicht so einfach sein. Wenn es dauernd zu düster ist, verdirbt man sich doch sicher sofort die Augen. Ja, der kann bestimmt kaum was lesen. So, habe ich jetzt alle durch? Den habe ich auch, oder? Ja. Okay. Dann sollten wir uns vielleicht auf den Weg begeben. Dieser Weg führt in den Wald. Dort soll ein schrecklicher Geist wohnen. Wenn ihr trotzdem gehen wollt, müsst ihr den Dorfvorsteher um Erlaubnis fragen. Hm? Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Na gut, wenn das so ist, gehen wir zurück zum Dorfvorsteher. Der Düsterdorfer Torwächter. Leute wie ihn gibt's wohl in jedem Dorf. Ohne Leuten etwas... Was? Das ging jetzt auch weg. Ohne Leute wie ihn käme man viel schneller... nichts. Wirklich, ich habe gar nichts gesagt. Da hat sie ja recht. Schon ein bisschen unnötig, dass man jetzt nochmal geforst wird. Was zum... Oh, die Glocke, Mario. Ob diesmal wohl wieder einen erwischt hat? Zum Glück, mich scheint das nicht getroffen zu haben. Mich auch nicht. Puh. Naja. Irgendeine arme Sau wird's wohl erwischt haben. Oh no! Der Bürgermeister! Ist dieses Schwein etwa der Dorfvorsteher? Was machen wir jetzt nur? Wir brauchen doch seine Erlaubnis, um das Tor zu passieren. Ganz, ganz. Fuck. Ich hoffe, der Dorfwächter wird das verstehen. Andernfalls müssen wir durch Gewalt hindurchdringen. Wir haben keine andere Wahl. Zum einen wegen des... Scheiße. Sternjuwels, zum anderen aber auch, weil ich hier helfen will. Oh, welch glücklicher Zufall. Oh, der Wächter ist gar nicht mehr da. Oder ist er etwa auch ein Schwein geworden? Auch nicht schlecht. Dann können wir das Tor ganz einfach passieren. Boah. Wie gemein, Gubrina. Aber du hast recht. Und jetzt finden wir hier in diesem Schuppen auch noch einen schwarzen Schlüssel. Oh no. Wer im Spiel aufgepasst hat, der weiß, was das bedeutet. Nichts Gutes. Warum war da dieser Block? Seltsam. Naja. Natürlich gibt es auch in diesem Kapitel wieder neue Gegner, beziehungsweise neue Formen bekannter Gegner. Die Hypergumbas nämlich. Und ich besiege jetzt erstmal den hier mit einer Stampfattacke, die gerade so ausreicht, um ihn zu besiegen. Weil ich keine Lust habe, dass er seine Tarnkappe einsetzt. Oh, jetzt kommt der Scan. Das ist ein Hypergumba. Das sind, also hyperstarke Gumbas. Maximal KP 8. Not bad. Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft im nächsten Zug 8. Also sie können chargen. Du solltest sie schnell erledigen, bevor es so weit kommt. Wenn das nicht geht, solltest du vielleicht besser fliehen. Und hier ist der Kraft-Plus-Orden für Mario echt wichtig. Weil es sind häufig drei Gumbas. Und wenn man nur 4 Schaden macht, braucht man im Prinzip beide Züge, die man hat, nämlich die von Mario als auch den vom Partner, um einen Goomba zu besiegen. Natürlich kann man noch Multisprung oder Erdbeben einsetzen und dann vielleicht Kupios Powerpanzer. Das geht aber heftigst auf die Blütenpunkte, die man, by the way, auch mal wieder erhöhen könnte. Ja, machen wir auch. BP auf 20! Allerdings, mit dem... Ist hier nicht was? Hä? Ich dachte, hier wäre was. Seltsam. Mit dem Power-Plus-Orden für Mario reicht es dann aber mit einer Stampfattacke.
Und das ist natürlich göttlich. War das jetzt ein Sprung oder war das eine Stolperattacke? Ah, es hat doch geklappt. Sehr gut. Ich habe nämlich gedrückt. Aber der ist so ein bisschen in mich reingeflogen, deswegen war das sehr knapp. So, natürlich haben wir nicht nur die normalen Hyper-Gumba, sondern auch Hyper-Para-Gumba. Können die was Besonderes? Das ist ein Hyper-Gumba. Ah, so heißt der, okay. Hyper-Gumbas sind Hyper-Gumbas mit Flügeln. Ach nein, wirklich? Maximal KP 8, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn sie sich aufladen, beträgt ihre Angriffskraft ebenfalls 8. Wenn sie Schaden erleiden, verlieren sie ihre Flügel und werden zu Hyper-Gumbas. Aber damit sind sie immer noch gefährlich genug, also pass auf. Ja, ich denke, der einzige Unterschied ist wirklich, dass die halt ein bisschen schwieriger zu kontern sind. Also zumindest fällt es mir schwieriger, fliegende Gegner zu kontern. Weiß auch nicht warum. Oh nein! Stampfattacke ist mir ein bisschen misslungen. Gumbrina, du musst das jetzt fixen. Sonst nimmt er mich richtig hart ran. Im Prinzip reichen ja sogar 2 Treffer von Hyper-Gumbas, um mich zu besiegen. Vorausgesetzt, ich versaue mein Timing bei der Abwehr. Also es ist schon ganz anderes Kaliber. So, und ich glaube, das Item war hier. In der Tat, da haben wir nämlich einen Superpilz und da unten nur eine normale Münze in dem Question-Block. Den Superpilz, den nehmen wir natürlich mit und jetzt kommen wir zu einem größeren Problem. Denn gegen die Pickel-Hyper-Gumba funktioniert die Stampfattacke natürlich nicht. Oh oh. Ja, dann mal schnell scannen. Und sich eine Lösung überlegen. Das ist ein Hysterie-Gumba. Hysterie-Gumbas sind hyperstarke Pieks-Gumbas. Maximal KP 8, Angriffskraft 3. Die sind sogar nochmal stärker, wegen der Pickelhaube. Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft bei unglaublich 9. Schreckliche Biester! Wenn du sie nicht schnell erledigst, dann sind wir abgestochen. Aber irgendwie müsste man ihren Attacken doch ausweichen können. Ja, kontern halt, ne? Oder möglichst schnell besiegen. Ich schlage vor... Erdbeben... Bam. Und dann... Schauen wir mal, was passiert. Schon mal keine Heilung, leider. Und ich fürchte, ich krieg auf jeden Fall auf den Sack jetzt. Weil Gumbrina kann nicht angreifen. Ich habe keinen Schnellort. Oh, wobei. Warte mal, reicht das mit Caleb vielleicht? Das könnten wir probieren. Ansonsten kriege ich jetzt richtig heftig auf den Sack. Aber will ich das probieren? Nicht, dass ich hier jetzt echt drauf gehe. Nein, ich spiele lieber auf Nummer sicher und besieg einen und nehme dann den anderen Hit halt einfach in Kauf. Mit dem Hammer mache ich 6 Damage, oder? Ne, 5. Oha. Pupio! Hilfe! Kontern habe ich mich jetzt nicht getraut, wobei ich hätte es eigentlich riskieren sollen, ehrlich gesagt. Weil 7 Schaden trotz richtigem Abwehrkommando ist halt trotzdem wie eine Niederlage irgendwie, ne? Oh, die Münzen werden verdoppelt. Cool. Naja, man findet ja hier nicht ohne Grund einen Superpilz. Wobei der halt auch nur... Oh. Wobei der halt auch nur ein paar KP heilt. Nämlich 10. Und ich denke, wir werden ihn auch gleich verwenden. Ich hätte aber auch Items in dem Laden lagern sollen. Fällt mir gerade auf. Also ist jetzt ein bisschen eine Verschwendung. Aber ich sag mal so, wir haben bislang eigentlich nie wirklich Items genutzt. Was mich aber auch sehr verwundert hat. Also normalerweise benutze ich bei meinen Playthroughs viel mehr Items. Also Heil-Items meine ich. Sowohl BP als auch KP. Aber das sind wir bislang so gut wie ohne durchgekommen. Oh, noch ein Schwein. Ich wette, das ist auch ein Düsseldorfler. Ob er wohl vor lauter Schreck den Heimweg vergessen hat? Könnte das vielleicht der Mann sein? Es hieß ja, der ist auf Reise in den Wald gegangen und kam dann nicht zurück. Vielleicht ist das Schwein im Laden gar nicht ihr Mann.
Vielleicht ist es ihre Affäre. Nein. Sie hat ja gesagt, sie ist treu und das glaube ich ja auch. Andererseits, wenn wir da schon den Lagerschlüssel finden, in der Nähe dieses Schweins, könnte das durchaus etwas zu bedeuten haben, meint ihr nicht? Naja. Ich würde sagen, jetzt lagern wir erstmal ein paar Items ein. Was, das geht nicht bei ihr? Oder erst nachdem ich das Lager geöffnet habe? Was haben wir dann da überhaupt drin? Hui! Gelee Royal, das beste BP-Heil-Item, ein Bulaken, auch gut. Und ein Lebenspilz, sowie... der Verteidigerorden. Marius' Verteidigung steigt um 1. Das ist heftig, braucht aber 5 OP. So, was ist jetzt mit den Items? Darf ich die bei dir einlagern? Bitte. Gut, dass das Lager endlich offen ist. Dann kann ich jetzt alle Vorbereitungen treffen, um den Laden neu zu eröffnen. Wenn nur mein Mann wieder der Alte wäre, um im Laden zu helfen. Also nein. Okay, dann werde ich offcam nochmal zurück nach Rullingen gehen und dort ein paar Items einlagern. Und lass das jetzt erstmal hier drin. Wir haben ja auch noch diese schwarze Truhe. Was das heißt, das können wir uns, glaube ich, alle denken. Was höre ich da? Ist da jemand? Hätte nie gedacht, dass sich eine Menschenseele an diesen entlegenen Ort verirrt. Was? Du hast schon mal einmal so eine Kiste gesehen? Niemals, das kann nicht sein. Das hatte absolut nichts mit mir zu tun. Ja, ja, ist klar. Ich bin friedlich und ich habe nur eine Bitte an dich. Hol mich hier raus. Was? Ich würde dich mit einem Fluch belegen, wenn du mich rauslässt? Wenn du das so nennen willst. Ich werde dir eine wundervolle Fähigkeit verleihen. Na, wie wäre das? Ich bitte dich. Finde den Schlüssel und öffne die Kiste. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Du bist meine letzte Hoffnung. Bitte. Oh. Na gut, wenn du mich schon so lieb bittest. Oh, du machst die Kiste auf? Vielen Dank. Du Tor! Du hattest wohl gedacht, du befreist eine Prinzessin oder was? Aber nein. Und wie versprochen, kommt jetzt mein fürchterlicher Fluch. Mein Fluch ist schrecklich. Dein Körper rollt sich zusammen und kugelt herum. So sei denn verflucht. Ja. Damit bist du verflucht, selber schuld. Sobald der Fluch wirkt, wirst du nicht mehr laufen können. Ein köstliches Vergnügen. Und jetzt zeig mir deine gepeinigte Gestalt. Halte R gedrückt und drehe dann dieses Ding mehrmals. Okay. Was für eine Witzfigur du bist. Du kannst jetzt nur noch lächerlich herumkullern. Hast du verstanden, wie es funktioniert? Ja. Wenn du B drückst, wird der Fluch von dir genommen. Merk dir das. Okay. Und lebe wohl, du Narr. Immer wieder seltsam. Aber gut, wir wussten ja, was auf uns zukommt. Und ich sag mal so, die Fähigkeit können wir gebrauchen. So kommen wir beispielsweise unter den Baumstamm hindurch. Und können im nächsten Part zur Spukabtei aufbrechen. Und diese Mail sowie die des letzten Parts lesen, denn das habe ich vergessen. Also Leute, man sieht sich. Ciao.